ich habe einen Yu-Gi-Oh! Rap-Track gemacht. Rap kann Fick auf die Hater, Yugi starte direkt mit dem Blader. Macht ja auch Szene, ich spiele so viel Feier, dass man leicht vermuten könnte, ich wäre ein Drake, for fuck's sake. Aber stopp. Erstmal, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Kurz und knapp, ich mache schon seit geraumer Zeit Skill-Learning-Videos hier auf YouTube und habe vor kurzem gelernt, wie Beatmaking funktioniert. Video dazu hier. Nachdem ich also in diesem Video ohne jegliche Vorerfahrung meinen allerersten Beat gemacht habe, habe ich an Music Production Blut geleckt und wollte auch unbedingt einen Rap-Track machen. Und wieso Yu-Gi-Oh? Ganz einfach. Ich habe vor kurzem wieder angefangen zu spielen und mich hat die Nostalgie gepackt. Außerdem bietet Yu-Gi-Oh! Potenzial für richtig nice fucking Bars. Also habe ich einen Stream gemacht, dessen Ziel es war, den Track vollständig fertig zu machen. Und das ohne jegliche Vorerfahrung, wie man überhaupt Vocals aufnimmt, produziert und wie das alles funktioniert. Und das Ergebnis war, naja, sagen wir mal, okay. Es klingt wie Ass, Bro. Es klingt wirklich wie Ass. Okay, also es wäre gut, wenn es gut wäre. Aber ich war natürlich trotzdem massively fucking hyped und es hat übertrieben gebockt. Aber trotzdem war ich natürlich noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Also habe ich die darauffolgenden Tage damit verbracht, nochmal nachzuschauen, wie das alles funktioniert, ein bisschen zu studieren. Vocal Processing, blablabla, dieser ganze Kram. Wie geht das überhaupt eigentlich alles? Dann habe ich nochmal ein paar Parts ausgebessert, re-recorded. Und ganz ehrlich, ich war wirklich mehr als happy mit dem Ergebnis. Aber eine Sache hat noch gefehlt. Und zwar ein Musikvideo. Also habe ich mir ein paar Freunde geschnappt und wir haben auf schnell, unkompliziert, einfach nur ein bisschen ein paar Szenen gedreht, blablablub. Und daraus habe ich dann ein nicht allzu aufwendiges Musikvideo geschnitten. Dann habe ich alles zusammengesetzt und ganz ehrlich, das finale Ergebnis. Verstehst du? Ich habe gerade keinen Bock, mich zu fokussieren. Hier ist das finale Ergebnis. Ein Yu-Gi-Oh! Rap-Track. I play Pot of Greed, which allows me to draw 3 additional cards from my deck. 2 cards, bro. Which allows me to play Pot of Greed again, so I can draw 3 additional cards from my deck. That's not what it does. That's what it does. That's not what it does. That's what it do, Yugi. Read the cards. Anime rap can pick off the hater, you. Ich starte direkt mit dem Blader, macht ja auch Szene, ich spiele so viel Feier, dass man leicht vermuten könnte, ich wäre ein Drake, for fuck's sake. Bloys und Boys gehen first edition, der Boys gehen fake, take for take, change the escape, huh? Who's there? Ich glaub, es hat geklopft, ja. Blaulicht steht an deiner Tür, ey, der hat den Mirror. Du schaust rein und siehst ein tausendjöckiges Sofa. Ich schaue rein, sehe einfach nur einen Killer. Ich spiele mich selbst, Ground der Schreine, Monster in Attack, Position aus Welt. Was wegen der Clown, der Zähne, der Augen, der Mähne und Blatt, das doch nicht mal auffällt. Flows und Rhymes verankert in mein goddamn Jeans, wie Kekke gegen Guy. Buffe Bar, davon hab ich genug. Bitch, I ain't losing to you. Gib mir dein Deck, weil ich glaub an das Hard of the Cards, sieh nochmal mit diesem Kug. Der Gier sende dich mittels Bars in die Stampede Face, bist du dein Following Zug. Yeah, bitch, don't even try. Wenn ich auf Pump in den Spiegel guck, denk ich manchmal, ich wäre Obelisk in disguise. This guy, you can beat him. Oh nein. His lines, so fucking clean, man. Oh yeah. Goodbye, you better flee then. Bye bye. Ich weiß, ich werde siegen. Meine Ruf-Scorelines, so wie Cypher, goddamn tight, so wie Obelisk, der Peiniger. Golden und Fly, siehst du mich im Sky, als wär ich der Wing Dragon of Ra. Aktiviere mein Spell, every storm of pass, bitte die Bars, gib mir jetzt Gas, das ist kein Spaß. Hell, I use open Millennium, Spassel am Start. Schon von weitem, ja, swipe dein neues beiseite. Ja, mach dich ready, ich reite dich mit Dark Windisch in den Teilen. Ich meine, du bist einfach keine Challenge, für meine Wenigkeit alleine. Zieh am Himmel Kreise, bist meine Verspeise. Schick dich auf die Reise, in den Shadow bleib und vernichte Beweise. Motherfuck, guck wie ich eine, hollow wie ein Secret Rare Design. Du eher hollow, so wie der oder Geist Johnson. Sorry, wenn ich deine Moves verneine. Bloß dafür, dass du sie even tryst, scheint es noch nicht zu begreifen. Sorry, my man, sie sent dich, goddamn, ey, du hast verloren, ich hab alle 5 Teile. Ja, let's go! Digga, es bockt so hart. Also ich für meinen Teil hatte wirklich
massivst viel Spaß dabei. Und kleiner Teaser, ich werde 100%ig noch mehr Tracks machen. Selten hat es irgendwas gegeben, was wieder wirklich so viel Passion in mir reignited hat. Und ich habe wirklich so Bock, Digga, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen herzhaften Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.